toller Titel für den SNES. Ja, ich bewundere gerade das Poster über meinem Bildschirm nebenbei. So Titten und sowas. Aber egal. Balls 3D soll ein Beat'em Up sein. Also, ja. Mit Bällen und sowas, ne? Bloß, ja, Beat'em Up. Wir starten einfach mal. Accolade. Ja, wunderschön. Ja, das sieht noch alles sehr vielversprechend aus, finde ich. Okay. Oi. Die Musik spricht für sich. Oi. Oh Gott. Alter. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. So, wir können das Spiel sogar zu zweit spielen. Werde ich einfach machen. Beat'em ups halt, ne? Wir machen einmal den Spieler. Kronk. Boomer? Keine Auswahl, okay. Okay. Bruiser? Turbo? Tsunami? Was ist das? Oh Gott, ich nehm den Gronk. Cool. Ich habe bis jetzt nur Tekken gespielt, muss man sagen. Was ist das? Was ist das, Mann? Was ist das? Oh mein Gott. Ich mache irgendwas, aber ich wollte es nicht machen. Was ist das? Oh mein Gott. Also ich habe herausgefunden, dass die Leiste da oben die Energie leistet. Ah, ich kann springen, okay. Ey, also. Okay, die Mucke, ey, spricht für sich. Grafisch auch total komisch. Ja, los! Bam! Oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Dieses Spiel fasziniert mich so doll. So sehr. Wunderbar. Und ich krieg voll. Ah, okay, mit Start geht's weiter. Das hört sich an wie impotente Höhlenmensch. Oh Gott. Oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Bam. Also, was haben sich die Spieleentwickler dabei gedacht, ey? Ich glaube, die wurden echt mit Steinen abgeworfen, als sie sich das ausgedacht haben. Ja. Allein, ich konzentriere mich auch so gar nicht auf das Spiel. Ich ziehe mir einfach nur die Sprüche hinten rein. Links im Matcham. Backsucker. Wow. Dieses Spiel, ey. Oh Gott. Naja. Wow, was kommt jetzt? Okay, es ist also. Irgendwo hat es keine Story, das Spiel. Also, ich meine, selbst Street Fighter hatte zu der Zeit schon irgendwie eine Story. Ja. Ich würde mal sagen. Wir können nicht mal. Wir können nicht aus dem Spiel raus. Okay. Das ist schon mal fail. Dann lasse ich mich jetzt mal so machen. Okay. Das Spiel ist einfach nur. Ich weiß nicht. Das ist grässlich. Ich meine, cool, für Beat'em Up ist es halt cool, man kann nach vorne und hinten laufen. Sowas, aber. Ich weiß nicht. Bam. Die Figuren sind auch so einfallsreich gestaltet. Boah. Das Spiel könnte ich nie feiern. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ganz ehrlich jetzt. Also, ich. Ja. Schön, da hat mein Nachbar was gedrückt. Ich hab den Alistair Portable dabei. Und ich weiß nicht, wie er es gemacht hat,
Aber auf jeden Fall sind wir jetzt, glaube ich, im Zwei-Spieler-Modus, oder? Keine Ahnung. Kannst du lenken? Sieht danach aus. Guck mal, ich bin Clown. Oh mein Gott. Jetzt kannst du selbst deinen Kommentar mit abgeben. Ey, das Spiel ist so grässlich. Es ist. Ja, hör doch auf, Start zu drücken. Mach Start weg. So. Ja, du kannst schlagen, du kannst irgendwie springen, du kannst drehen. Aber nichts wirklich. Ey, das ist als. Sieht aus wie ein Clown? What the? Ich mach sogar Clownsgeräusche. Oh ey, Gott. Das geht gar nicht. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Ich meine, ich finde diese 3D-Umgebung ja voll cool und so, ne? Aber nein, Mann. Nein. Oh mein also, Gott. Also unter dem Titel Balls hätte ich mir vorgestellt, so nackte Weiber, ne? Die sich mit ihren Titten totprügeln. Aber so ein Scheiß doch nicht. Vor allem, wenn ich hinfall, ne, ich bin der Clown. Vor allem, gibt's hier irgendwo Kombos oder sowas? Vor allem, du triffst mich, Wisch, du triffst mich und verlierst selber noch in dein Kind. Oh mein Gott, ey. Also, heute ehrlich, ich glaube, wir hauen da noch einen Kampf raus oder sowas, ey, aber. Ich glaube, lange halten wir instant. Okay. Ja, das ist doch eine schöne Kraft. Wow, wie war auch immer nur eine. Ach, das ist ein Replay gefehlt. Achso. Ich will einen anderen. Ich will wen sonst. Ich glaube, ich nehme ich nehm mal den Turbo. Ich nehme Crusher. Der sieht aus wie. Rino. Schade finde ich schon mal. Der sieht. Warte, hör mal auf, hör mal auf. Meiner sieht aus wie Vegeta aus Dragon Ball. Ohne Scheiß. Und Rino wurde von Spider-Man geklaut. Der eine Bösewicht heißt auch Rino. Kann ich auch so Kamehameha machen oder was? Boom! Ey, ohne Scheiß, wenn du kiffst und das Spiel spielst, ne? Ich muss doch voll geil kommen. Mein Gott. Ich glaube, ich krieg da irgendwas raus, ey. Ja, aber meiner sieht doch wirklich aus wie Vegeta bloß als Schwarzer. Oh mein Gott. Turbo vs. Crusher. Ich hab irgendwie Skills da vorne raus. Ja, vor allem diese Logik, Bälle bekämpfen sich, ne? Er ist schlimmer als beim Fußball. Aber es war das. Hey! Halt, mach's mal irgendwas mit. Ja! Nein! Ja, das ist aber auch cool, dass man da mehr schneller drückt, ne? Bei den Griffen. Du kannst ja ohne irgendwie verteidigen oder so. Ja, guck mal, ein Hund! Ja. Oh mein Gott! Wenn jetzt müsste schon Replay wiederkommen, oder? Nein, das machen wir nicht. So, komm, einen Kampf machen wir noch. Komm, einen noch. Den Buma hatte ich, den Bruiser will ich nicht. Den Turbo, den Tsunami, Yoko. Das soll bestimmt Mädchen sein, hat aber keine Brüste. Ich nehm den, was, den Gronk. Ich nehm. Oh, der Vegeta geht als Violett. Ja, was hast du für ihn ausgewählt? Den Clown. Hat der Titten als Augen? Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, ey, die stöhnt! Komm
Mama, guck mal, eine Ballerina! Oh, ich vergewaltige dich jetzt! Ey, das sieht dir das Brüste auf dem Kopf! Gebrochene Brüste auf dem Kopf, okay! Oh, ich hab. Du hast einen Skill benutzt! Oh mein Gott! Du wirst geritten! Huckepack! Oh, ich kann nichts machen, ey. Guck mal, wenn ich laufe. Ich hab. Guck mal, der Till. Boah, ey, voll gewalttätig, das Spiel, ey. Das müsste in Deutschland verboten werden. Ja. Das ist schon fast wie Dead Island, ey. Ah, fuck. Vor allem die Kombo-Menge, ne? Schlagen, treten, springen mit zwei Tasten. Toll. Ja, ich kann springen. Oh, du schlägst ein Mädchen! Vor allem habe ich weniger Leben als du. Hast bestimmt irgendwie Handicap oder so eingestellt. Bestimmt so, als ich gerade nicht hingeguckt habe. Also, jetzt ist jetzt was wieder vergewaltigt? Böser Junge, böser Junge! Das ist so. Ey, das ist so entgrässlich, das Spiel. Und ich meine, diese Musik, die geht noch einigermaßen, ne, also. Ah, diese Sounds, ey, das hört sich echt. Oder ich. Ey, nein, nein, ey. Oh Gott. Ja, ich bin ein Weib, ja, oh, fass mich an. Du tötest meine Zirzen, ey. Oh, ja, gib's mir. Oh, ja, ich stimm dich voll, ey. Geiler Hengst. Mach nur das gleiche Kombo, ey. Guck mal, Freund, ich hätte dich gar nicht treffen können, ne? Ey, du Lappen, komm jetzt her. Aber zeig mir. Drei Sekunden hab ich dich voll gelegt, du Lachs, ja. Alter. Ja, und gut. Und während wir das Replay jetzt gucken, ja, also ehrliche Meinung, Grafik, Grotte. Einfach nur grottig, wobei, wie gesagt, das Kampffeld, das gefällt mir relativ cool. Die Musik, nein, Mann. Die Soundeffekte, als ob sie da jemanden wirklich in das Popöchen eine Kerze reingesteckt haben oder so. Ja, Kreativität in dem Spiel ist irgendwie gleich null. Das Gameplay, ja. Nein, also. Das als erstes Beat'em'up Flop-Game. Hätte ich mir sowas nicht vorgestellt. Also, ich bin begeistert. Auf negative Art. Ich würde sagen, das war's von mir. Mit Flop Games. Bis dahin und tschö.